Großteil ist ja scheiße. Sonst hätte man nicht so viele machen müssen. Bei 900 Fotos können nicht 900 gut sein. Ja. Nein, das wäre der Hammer. Ha. Dann würde dich jeder große Designer nehmen, du würdest unendlich viel Geld. Bei Papa könnte das passieren. Ja. Wenn der steht, steht er wie ein Fels in der Brandung. Die sind alle gleich. Alle. Ja, deine sind auch alle gleich. Nein, das stimmt nicht. Zählt da nichts. Meine sind dann nicht alle gleich. Das Posing von Robert hat sich in der Zeit ein bisschen gebessert. Er hat schon mal die Pose gewechselt. Also super. Er ist lernfähig, sagen wir mal so. Ich glaube auch, dass Shania versucht hat, ihm also so einen schnellen Modelkurs zu präsentieren. Das hat sie gut gemacht. Also ich bin kein Model, aber ich weiß wenigstens. Ein Model Scout. Ja, aber ich weiß wenigstens, dass man nicht in einer Stelle stehen bleibt, sonst werden die Bilder nicht anders. Ja. Wenn dann ein Bild scheiße ist, sind 100 Bilder scheiße. Guck, sieht doch gut aus. Ja, ja. Super. Ja. Gleiche Pose. Das ja, logisch. Egal. Ich bin ja auch kein Model. Reicht aber, so sieht doch gut aus. Mach mal dein Lachen, das immer. Komm mal so. Oh, die Zähne zusammentun. Kannst du richtig lächeln? Nee, du kannst nee. Auch nicht, du Pflaume. Ich kann. Ist euch schon aufgefallen, dass ihr erst ein Foto von Shania gesehen habt? Oder die faulste war? Das stimmt nicht. Ich weiß auch nicht, warum der so lacht. Ja, aber du lachst auch. Lach du mal. Dann gehen die Augen so zu. Ja, komm, weil es ist bei mir so. Mach. Gehen bei dir die Augen nicht zu, wenn du lachst? Nee, weil du auch falsch lachst. Ich lache vom Herzen. Und wenn das Herz lacht, müssen die Augen zugehen. So, das kann ich auch. Nee, weil du machst. Boah, da tun die Augen weh. Okay, sollen wir jetzt einen Lachkurs machen oder weiter? Mega. Du hast richtig, also der Lukas mit den Detailfotos, das war der Hammer. Guck dir das an. Ja, ist ja gut, mach nur einmal in mein Ohr rein, weißt du? Dann kannst du mal. Guck, das war meine Idee. Oh, cool. Mütze auf dem Pool. Wäre aber cooler im Meer gewesen. Oh, geil. Ja, super. Cool, ne? Hammer. Pass auf, jetzt kommt. Guck mal auf das Gesicht von eurem Vater. Achtet auf das Gesicht. Nee, das mag ich nicht, das Foto. Weg damit. Der erste Kuss. Muss ich oder muss ich nicht? Da. Da. Da, da, da. Er liebt mich nicht, er liebt mich nicht. Da, da, da. Da. Oi, here we go. Auch schön. Guck mal. Mama, das ist deine schön. Tochter. Oh. Wer hätte jemals gedacht, dass aus sowas, sowas werden kann? Shania. Das war auch eine Massage. Das ist normal. Hübsche Eltern kriegen immer hübsche Kinder. Shania. Das war nur ein Scherz. Papa! Shania, hübsche Eltern kriegen immer hübsche Kinder. Oh, jetzt habe ich so Bauchschmerzen. Vor Lachen. Oh, nicht vor Lachen, vor. Hier, Papa. Papa ist. Oh. Mr. Agro. Hört ihr es jetzt mal auf? Sehr gut. Auch mega. Jetzt hör auf, Mensch! Robert! Wieso können wir nicht einfach normal Fotos gucken? Pack mich doch mal an. Ey, du kriegst es da und Amina kriegt es da. Hört es auf, mich anzufassen. Der Regen hat ein bisschen aufgehört. Also was können wir jetzt machen? Ja, einen Film gucken. Museum haben wir erledigt. Kino gibt's keins. Leider. Bowlingbahn gibt es auch nicht. Aber es gibt ein Fitnessstudio zum Beispiel. Oh nee. Wieso, willst du Sport machen gehen? Naja, hier drin sind wir jetzt gefangen. Ja, das Wetter ist scheiße. Also machen wir das Beste draus. Auf jeden Fall. Und irgendwas anderes. Oder so. Nee, komm, wir gehen da hin, machen aber jetzt keine Roberto Gaisini Photo Production, sondern wir machen Fitness. Ja, okay? Ja, aber du auch. Nein. Doch. Ja, wenn schon, wenn dann. Ich wollte ja Fotos machen. Wir rudern oder lass gucken, was sie da haben. Komm, lass uns alle zusammen zum Fitnessstudio. Komm, wir gehen alle zusammen zum Fitnessstudio. Dann hast du noch was.
Komm. Ja, gehen wir dahin. Komm dir jetzt. Hi Blondie. Das wäre wirklich Premiere bei den Geistens, wenn alle vier gemeinsam Sport machen. Aber ich weiß ja gar nicht, ob es dazu kommt, dass wir alle vier gemeinsam Sport machen. Ich denke mir mal, an Robert wird's liegen. Ja, Robert muss, glaube ich, noch mal für kleine Jungs oder große Männer. Das ist das, was ich jetzt nicht genau weiß. Aber das ist normal, weißt du, wenn der jetzt Fitness machen muss, fällt ihm jetzt alle 5 Minuten mal ein. Wir wollen mal sehen. Da ist der Hai. Papa macht normalerweise nie Sport. Aber heute quälen wir ihn so sehr, genauso wie er es macht mit den Fotos. So, Tischtennis. Wer will mit Tischtennis spielen? Ich. Wir können ja zu viert spielen. Können wir. Seht ihr? Schon wieder erfolgreich vom Fitnessstudio gedrückt. Hier ist der Ball, hier drunter. Holen. Wir sind aber nass. Ich bin kein Tier. Oh, das ist Entschuldigung. Aua. Nicht annehmen. Nicht annehmen. Mach doch hier Schnapsnasen. Komm mal. 13 ist. Deine Seite. 14, 12. Aua. 14, 12. Ich hab gedacht 4. Schanaya, was machst 17, du? 17, 16. Meiner Seite. Match Point! Ja, wird angenommen. Hab ich nicht. 20, 18. Da, wir haben gewonnen. 25, 22. So sehen Sieger aus. Ob das jetzt die richtigen Regeln waren beim Tischtennis, da bin ich mir nicht so sicher. I doubt it. Hat trotzdem Spaß gemacht, dieser Sport. Obwohl wir angeblich verloren haben. Bang! Oh ja, lass uns bald spielen. Gott sei Dank habe ich kurze Nägel. Ach, nee. Soll ich doch mal. Ich mach Sport nur beim Lachen. Schön, wir jetzt verkörpern. So, jetzt gehen wir ran. Olympia, wir kommen. Und Papa hat sich natürlich wieder vom Fitnessstudio gedrückt. Okay, let's go. Wir können auch nach Hause laufen, ne? Let's go. Ja, wir gehen zu Fuß für Villa. Zu regnen. Wir sind ja jetzt sportiv unterwegs. Genau. Ja, heute Abend gibt es noch ein Abschlussessen auch mit den Kindern, weil die Kinder morgen früh schon ganz früh zum Flughafen müssen und nach Hause fliegen, also nach Dubai und dann weiter nach Monaco. Und deshalb machen wir heute Abend noch ein schickes Abendessen und zwar in den besten Restaurants, wo wir hier auf der Insel waren. So, jetzt muss ich los, schnell duschen. Ja, wow, das war jetzt anstrengend. Zum Glück ist die letzte Mahlzeit schon wieder ein paar Stunden her. Denn es gibt eine Sache, die geht bei den Geissens immer. Fressi, fressi. Heute haben wir den letzten Abend mit den Kindern. So, jetzt machen wir noch so einen Food-Marathon von den besten Restaurants, wo wir in den letzten Tagen gewesen sind. Wir werden mit dem Buggy hier von Gourmet-Tempel zu Gourmet-Tempel chauffiert. Das ist unser Abschlussabend. Also noch mal ein richtiger Genussabend. Ein Gaumengenuss der Extraklasse. Dafür lohnt es sich, hier noch mal hinzukommen. Aber so, next step. So. Jetzt geht's wieder zum Mystery of Crab. Vorspeise erledigt. Jetzt geht's zur Hauptspeise. Nein, nein. Zum Zwischengericht. So, das ist ein Gourmet-Marathon heute. Wahnsinn. Heute machen wir noch eine Reise um die Welt. Heute geht's nach Japan, Australien und Frankreich. Und wir werden jetzt mit dem Buggy von Restaurant zu Restaurant gefahren. Guck, die haben alles Rosé. Die haben alle Rosé so gute. Miraval, Whispering Angels, Garus. Den fehlt nur noch Villa Gaisini. Ja. Ja. Weißt du, was die brauchen hier? Handschuhe. Handschuhe für was? Wenn du dann isst. Nicht Latex. Doch, Latex-Handschuhe. Latex-Handschuhe. Ich will am liebsten Latex-Handschuhe haben, damit meine Hände nicht stinken.
Natürlich benutzen das normalerweise Ärzte oder andere Leute, aber ich brauch's jetzt zum Essen. Aber ich finde, dann schmeckt das Essen bestimmt komisch, ne? Ich weiß es nicht. Guck mal, die haben dann nachher dieses Wasser, wo alles weg ist. Ja, aber ich will jetzt meine Hände waschen, bevor ich das an. Was du immer alles willst, mach es zu Euro zu, was du dann siehst. So, liebe Leute, ich schaue jetzt in meiner Zukunft. Ja, das kann ich. Gar nichts. So viel. Das ganze Hand. Ich sehe Hammer als Girl, schön mal gesagt. In meiner Tiefgarage. Bugatti in meiner Tiefgarage. Ich sehe einen 10.000 Quadratmeter Haus. Okay. Villa. Auch nur? Geht ja, wir fangen klein an. Aber mit einer Bowlingbahn. Pass auf, jetzt kommt die Bowlingbahn. Bowlingbahn, aber es gibt 5 Bowlingdinger. Ja, logisch, logisch. Mit einer Bar hinten, damit ich meinen Gin Tonic trinken kann. Naja, bei Shania ist halt alles möglich. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht übernimmt sie einen Friseursalon, vielleicht heiratet sie einen reichen Mann. Aber vielleicht kauft sie sich auch selbst ihren Bugatti, wer weiß. Also ja, das ist alles, was ich gerade sehen konnte. Ach so. Weil ich habe jetzt nur 5 Sekunden meine Augen zu. Und Boot hast du nicht gesehen, oder? Haben aber Glück. Ja, dann muss ich mal die Augen zu, dann vielleicht. Privatjet, Boot, Helikopter, 50 Autos. Ist da ein Mann dabei? Nein. Scheiße. Bin neu. Ich. Ja, und wer zahlt das alles? Ich. Ah, du. Wovon? Von da das sagt mein Gehirn mir noch nicht.